Dieser Podcast ist eine Aufnahme aus einer künstlichen Traumwelt, aufgezeichnet und vorgetragen von mir, dem New von New Fantastic Legends. Und damit herzlich willkommen, ihr Kreativen, zu meinem allerersten Hörspiel aus meinem ersten Kapitel. Endlich, voll cool! Da steckt eine Menge Arbeit drin und ich bin sehr gespannt, wie es euch gefällt. Lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Das hier ist übrigens Teil 1. Das heißt, da kommt noch mehr. Alle Musiktracks und Soundeffekte, die ich verwendet habe, findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann liked und teilt das Video und abonniert mich gerne, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit dem Hörspiel. Kapitel 1: Die Schwarze Festung. Teil 1: Verloren im Sturm. Ein Griffin kämpfte sich durch einen schweren, donnernden Sturm. Er war ein Hybride, mit den kräftigen, braun-schwarz gemusterten Flügeln eines Uhus und dem schlanken, goldschwarzen Körper eines Armorleoparden. Aber er war auch ein Geist des goldenen Blutmondes, halbdurchsichtig und goldrot leuchtend, ermordet in jener Nacht, in der die alte Welt starb. Seine Katzenaugen waren von goldener Farbe und aus seiner Stirn thronte ein blaues, leuchtendes Federtattoo, das Symbol des Windes und das Zeichen für den lebenslangen Schwur zweier Ritter, aber vor allem das Versprechen an seine jüngere Schwester, sie zu beschützen. So wie ihr Bruder war sie eine Griffin mit den eleganten Schwingen einer Schneeeule und dem geschmeidigen wie zugleich starken Körper eines Schneeleoparden. Ihre Augen waren so blau wie seine Feder, und ihre Feder war so golden wie seine Augen. Auch sie war ein Geist. Die beiden hatten sich aufgemacht, eine alte Prophezeiung zu jagen. Ihr einzig verbliebener Lichtblick in einer zerstörten Welt, die von der finsteren, dunklen Macht verschlungen wurde. Die Geschwister wollten sich vor ihren Feinden verborgen zu jenem Ort aufmachen, an dem alles begonnen hatte und der für eine undenkbar lange Zeit ihre Heimat gewesen war. Zurück zum gefallenen und niedergebrannten Tal des Naturkönigreichs, über dem sich der Ritter jetzt befand und das umgeben lag von gigantischen, einst grünen, jetzt dunklen Bergen. Dort, am anderen Ende des Tals, wachte die schwarze Festung wie ein Wächter aus einer anderen Zeit über ihr Reich. Nur eine schmale Passage zwischen den Bergen verband die Festung mit der Stadt im Tal. Dorthin mussten die Geschwister zurückkehren. Aber dann, gerade als sie ihre altgeliebte, aber verlorene Heimat erreichten, braute sich dieser massive, aggressive Sturm zusammen und hüllte sie in dichte, dunkle Wolken ein, nur gelegentlich erleuchtet von grellen Blitzen. Und in diesem Sturm hatten sich die beiden verloren. »Ray«, rief der Ritter den Namen seiner Schwester. Er machte sich große Sorgen um sie. Schon seit gefühlten Stunden suchte er verzweifelt, doch vergeblich nach ihr. Er wusste nicht, was mit ihr passiert war. Er wusste nur, dass sie auf einmal nicht mehr bei ihm war und dass seither jede Spur von seiner Schwester fehlte. Schuldgefühle, erdrückend und beängstigend, jagten den Ritter, suchten ihn heim wie die Albträume des Nuklearkrieges, die ihn und Ray in so gut wie jeder Nacht quälten. Nur mit dem schlimmen Unterschied, dass das hier kein Traum war. So sehr es sich auch wünschte, er konnte nicht einfach aufwachen und seine Suche beenden, denn er war bereits wach und seine Schwester war fort, verschwunden, unauffindbar, vielleicht sogar... Nein, nein, das konnte sie nicht sein. Er wagte es nicht, an das Schlimmste zu denken. Stattdessen zwang er sich weiterzusuchen, obwohl sein Körper innerlich schrie und schmerzte von dem anstrengenden, inzwischen schon viel zu langen Flug durch das Unwetter, das in seinem Körper riss und an seinen Kräften zerrte. Er zwang sich, möglichst ruhig zu bleiben und sich nicht den furchtbaren Vorstellungen hinzugeben, die seinen Geist bombardierten und sein Herz zerquetschten. Ray war die Einzige, die noch an seiner Seite lebte, halbwegs zumindest. Sie war die Einzige, mit der er noch verbunden war und die ihn tagtäglich dazu antrieb, weiterzukämpfen und niemals aufzugeben. Immer wieder, jeden Tag aufs Neue, seit vielen Jahren schon, die sie gemeinsam im wilden Exil verbrachten, losgelöst von ihrem alten Orden, getrennt von ihren ermordeten Freunden. Damals wurden sie alle als Helden gefeiert, aber das war lange her. Jetzt waren sie keine Helden mehr, falls sie das jemals waren.
Jetzt waren sie nichts weiter als verlorene Seelen, die versagt hatten, das zu retten, was ihnen einst ihr Leben bedeutete. Seither streiften sie nur noch haltlos ewig umher und halfen denen, denen sie helfen konnten, und taten ihr Bestes, um nicht verrückt zu werden und nicht zuzulassen, dass der jeweils andere verrückt wurde. Gemeinsam standen sie den Fluch der Schatten durch, der nach dem 6. Weltkrieg ihre Welt zerstörte und sie in jeder Sekunde ihres Geisterlebens heimsuchte. Wenn sie einander verloren und er sie nicht mehr wiederfand, was wurde dann aus ihnen? Was wurde aus ihm? Was wurde aus ihr? Konnten sie überhaupt noch leben ohne einander? Oder würden sie sich den letzten Strick durchschneiden, der sie halbtot und zwischen den Dimensionen gefangen noch im Leben hielt? Er wusste es nicht und er wollte es nicht wissen. Er wollte nur seine Schwester finden und dann endlich diesen aggressiven Sturm verlassen. Unter ihm, zwischen den Lücken des Wolkengebirges hindurch, konnte er einen Blick auf das riesige, ausladende Tal erhaschen, in dem die alte, weiße Waldstadt in ihrer Ruinen zertrümmert dalag, wie ein riesiger Friedhof aus Knochen und Erinnerungen. Nur die alte Prophezeiung gab den Geschwistern noch Hoffnung darauf, dass alles anders werden konnte. Darin hieß es in den verworrenen Worten, dass zwei Seelen sich finden und zu einer werden würden, um die gespaltenen 5 Völker wieder zu vereinen, zu denen die Geister gehörten, zusammen mit den Drachen, den Menschen und den Animen, den alimanischen Menschen, aber auch den Cybermonstern, die erst für diesen Untergang ihrer Welt verantwortlich waren. Außerdem sollten die Seelen die Elemente ins Gleichgewicht zurückbringen und die dunkle Seite der Macht bekehren. Eine gewaltige und geradezu undenkbar lösbare Aufgabe. Niemand wusste, um wen es sich in dieser Prophezeiung handeln sollte, oder wie die Seelen das Versprechen der Worte einlösen würden. Die Geschwister wussten nicht einmal, ob sie finden würden, wonach sie suchten, oder ob sich die Prophezeiung überhaupt erfüllen würde, der sie hinterherjagten wie 2 Katzen einem Laserpointer. Und doch waren sie hier, inmitten des Sturmes, und jagten der einzigen Hoffnung nach, die ihnen der Fluch der Schatten noch nicht genommen hatte. Dieser Fluch brachte die dunkle Macht zum Leben, indem er ein Virus ausschickte, das jeden, der davon befallen wurde, zu einem Dunkelschatten machte. Sie waren die Diener des Virus und folgten seinen Befehlen, wodurch die dunkle Macht das Volk spaltete und die Macht an sich nahm, die im Streit der Menschen unbewacht dalag und leicht zu haben war, während sich das Virus immer weiter ausbreitete und jeden in seinen Bann zog, egal auf welcher Seite man stand. Denn erst durch das Schattenvirus wurde die Macht in die reine und die dunkle Seite getrennt und verkam sich selbst zum Feind. Und dort, irgendwo da draußen in der schwarzen Festung, die einst als das Weiße Schloss bekannt war, wachten die Dunkelschatten über ihr Reich. So sahen sich die Geschwister zwischen 2 Gefahren gefangen. Denn wenn sie erst den Sturm hinter sich brachten, würden sie unweigerlich auf die Schatten stoßen. Und das Licht, nach dem sie jagten, konnten sie nur dann erreichen, wenn sie es schafften, durch die Dunkelheit hindurchzugehen. So wanderten die Gedanken des einstigen Ritters auf der Suche nach seiner Schwester, nach der er mehrere Male verzweifelt rief, ohne auch nur eine einzige Antwort zu erhalten. Wo bist du? Doch plötzlich wurden seine Gedanken von einem grellen Blitz durchbrochen, der genau neben ihm aus den wütenden Wolken herabfuhr. Dabei griffen die zuckenden Arme gierig nach den Flügeln des Griffins. Er konnte regelrecht fühlen, wie die elektrische Spannung und das Knistern durch seine Muskeln krochen, als der Blitz ihn nur knapp verfehlte. Das Licht beleuchtete die neblige Dunkelheit für einen Augenblick und machte die Nacht zum Tag. So grell wie die Explosionen der Nuklearbomben, die ihm bei diesem Anblick schmerzhaft durch den Kopf schossen. Das ohrenbetäubende Donnern um ihn herum hörte sich genauso an wie die gezündeten Bomben und versetzte ihn zurück in die grausamen Flashbacks aus der Zeit des brutalen Krieges. Doch das war nicht das Einzige, was er in diesem wilden Sturm zu befürchten hatte. Denn obwohl er ein Geist war und somit gegen übliche Kriegswaffen immun, musste er sich dennoch vor den Blitzen in Acht nehmen, denn die Macht der Elemente konnte ihn selbst nach seinem Tod noch strafen. Um dem Stromschlag zu entgehen, rollte er sich rasch zur Seite weg, beinahe geradewegs in den nächsten Blitz hinein, der diesmal in all seiner Pracht direkt vor dem Gesicht des Griffins niederging und sich in seinen goldenen, geweiteten Augen wie in einem Spiegel reflektierte, sodass der Ritter das Gefühl bekam, er würde in dieser Explosion von Licht erblinden. Diesmal gelang es ihm nicht, der Falle zu entgehen.
Ein kleiner Arm schaffte es, sein Gesicht zu berühren, was den Ritter vor Schmerz aufstöhnen ließ. Es war nur eine leichte Berührung und nur entsprechend wenig Energie, die dabei durch seinen Körper schoss. Den meisten Teil des zweiten Blitzes konnte er gerade noch so mit genug Geschick ausweichen. Dennoch war dieser ungewollte Kuss sehr unangenehm, sogar für einen starken Hybridgeist wie ihn. Auf seiner Stirn hatte die blaue Feder wie wild zu pulsieren und zu leuchten begonnen. Wenn sie ihn derart aufdringlich alarmierte, bedeutete das Gefahr, noch nicht überstandene Gefahr. Schnell ging der Griffin in einen Sturzflug, die Flügel so dicht wie möglich an seinen nassen Körper gepresst, um den übrigen Blitzen zu entgehen, die jetzt aus heiterem Himmel wie eine aktivierte Minenfalle um ihn herum losbrachen. Dabei wurde der Druck ihrer Schläge und das erdrückende Krachen und Brüllen des Donners derart heftig, dass der Geist befürchtete, jeden Moment würden sein schmerzender Kopf und sein rasend pochendes Herz zerbersten. Nur mit großer Mühe und Not konnte er den unzähligen Lichtästen entkommen, die ihn regelrecht zu jagen schienen. Nein, es schien nicht bloß so, das uralte Gewitter jagte ihn wirklich. Dieser Sturm existierte schon seit der Zeit des Nuklearkrieges und brach seither immer wieder aus. Diese verhassten Cybermonster, sie waren für dieses Unwetter verantwortlich, genauso wie für den Fall der Orden und der Waldstadt, ganz zu schweigen von der Zerstörung tausend unschuldiger Leben. Aber hätte der Ritter sie nicht selber gesehen und nicht gegen sie gekämpft, könnte er glatt glauben, sie seien nicht mehr als ein Märchen. Denn mit dem Ende des Krieges waren die Cyber spurlos verschwunden und niemand hatte sie je wieder gesehen. Das Einzige, was von ihnen blieb, war die Falle des Sturmes, der immer dann ausbrach, wenn jemand es wagte, zur schwarzen Festung zurückzukehren. So wie das Schattenvirus die Welt verfluchte, verfluchte der Sturm das Königreich und jagte alle Eindringlinge, bis die Blitze sie entweder gegräht hätten oder man dem Sturm in die Tiefe hinab entkam. Und dort würde man dann unweigerlich auf die Schatten stoßen. So mussten sich die Geschwister für ein Übel entscheiden. Und Rey hatte sich in ihrem Übermut für den Sturm entschieden. Sobald sie die Entscheidung getroffen hatten, zurückzukehren, war sie auch schon aufgebrochen und hatte ihrem Bruder keine andere Wahl gelassen, als ihr zu folgen. Aber jetzt war sie fort. Und wenn er sie jemals wiederfinden wollte, dann musste er zuerst den 1000 Blitzen ausweichen, die ihn jagten und ihre gierigen Arme nach ihm ausstreckten. Die Wolken brüllten vor Wut, wann immer er ihren Anschlägen entkam. Das passierte aber nicht so oft, wie der Ritter es sich wünschen würde. Immer wieder schafften es die Äste, die ihm am nächsten waren, ihn mit ihren Fingern zu peitschen. Mehr als einmal durchfuhr ihn ein derart heftiger Schock, dass er seine Tränen nicht zurückhalten konnte, die ihm die Sicht nahmen, oder er verhindern konnte, nicht aufzuschreien. »Oh, warte nur, Rey«, fluchte er verärgert unter Schmerzen. »Wenn ich dich erwische, werden wir zwei uns ernsthaft unterhalten!« Der Ritter kam sich vor wie bei einem Slalomlauf, nur dass der greifbar nahe Tod ihm dabei erneut im Nacken saß. Denn auch als Geist konnte er sterben. Und diesmal endgültig. Jetzt steckte sein Körper zwar zwischen den Dimensionen fest, aber wenn er diesen letzten Halt verlor, hieß das das endgültige Aus. Die von dem Sturm ausgelösten Flashbacks der Schlachtfelder und Kanonenfeuer und all den Lärm und Schrecken des Krieges waren dabei nicht wirklich hilfreich, denn sie verkrampften sein Herz und Hirn nur noch stärker und verschlimmerten seinen Schmerz. Er schaffte es gerade so, zwei Blitzen nebeneinander auszuweichen, als sich plötzlich, viel zu schnell, viel zu nah, ein besonders gewaltiges Geäst vor ihm aufbaute, durch das er mitten hindurch raste. Der Schmerz, der ihn durchfuhr, war überwältigend, geradezu betäubend. Er fühlte, wie seine elektrisierten Glieder steif wurden, wie der Schmerz durch seine Knochen jagte und wie er taub wurde, wie um ihn herum alles in dumpfer Dunkelheit versank. Wird der Ritter es schaffen, dem Sturm zu entkommen? Wird er seine Schwester wiederfinden? Wenn ihr das wissen wollt, schaltet am nächsten Sonntag wieder ein, denn dann kommt das nächste Hörspiel. Und wenn ihr eure eigenen Geschichten als Hörspiele hören wollt, dann schickt sie mir gerne per Webadresse zu und schaut auch gerne mal auf Twitter und Patreon vorbei. Und vergesst nicht, habt Spaß, seid guter Dinge und vor allem bleibt und seid immer kreativ.